Verstrahlte Grüße, meine werten Ödländer, und willkommen zurück zu einer weiteren frisch radioaktiv verseuchten Folge Fallout 76. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und natürlich wie immer erstmal ein dickes Dankeschön für eure Likes und Bewertungen in der letzten Folge, doch allen voran für eure Aufmerksamkeit für dieses nukleare Killerprojekt der atomaren Zerstörungskraft. Ich hatte gerade was ganz, ganz Lustiges, und zwar, ich habe einen Preis, glaube ich, gewonnen oder sowas. Ein Preisbot kam zu mir, meinte, ich hätte noch eine Rechnung offen, das habe ich mal ganz gepflegt ignoriert, aber wir haben einen Zettel hinbekommen und den lesen wir jetzt erstmal schön zusammen durch. Das war der Zettel GAS Preisurkunde. Was haben wir denn hier Schönes? Glückwunsch dem Gewinner von Great Appalachia Sweepstakes. Es freut uns sehr, Ihnen mitteilen zu können, dass Sie den zweiten Preis gewonnen haben. 100.000 US-Dollar war es. Der Scheck wird Ihnen in 16 bis 52 Wochen zugestellt. Great Appalachia Sweepstakes Incorporated kann nicht für Zinszahlungen verantwortlich gemacht werden. Oh, das wird sehr klein da. Die Ihnen Zeitraum bis zur Zustellung des Schecks eventuell entgangen sein könnten. Kann man den runterblättern? Nee. Okay. Ja, aber irgendwie hat er dann auch noch was von der Rechnung erwähnt gehabt. Wahrscheinlich so ein kleiner Gag oder so. Ich habe ja gehofft gehabt, dass es irgendwie ein bisschen was von dem Fleischfest ist. Also, der, keine Ahnung, das Einleitedokument von vom Fleischfest, ein saisongebundenes Event hier in Fallout 76. Bei dem man auf die Jagd gehen soll. Aber vielleicht finden wir das ja auch noch. Aber egal, wir machen erstmal was anderes. Wir werden Harper's Ferry untersuchen. Da hatten wir ja schon mal angefangen gehabt. Und wenn wir hier schon mal in die Ecke sind, dann können wir uns ja darum mal kümmern. Außerdem, hier waren wir auch noch nicht. Sehr schön. Schauen wir uns doch gleich mal ein bisschen um. Durchatmen, Leo. Atmen nicht vergessen. Zu lange Sätze. Du kippst mir irgendwann hier vom Sessel. Mal ganz ehrlich. Beziehungsweise vom Ball. Oh, wow, 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 wow. Vorsichtig. Ah! Oh. Ja, ich sollte vielleicht mal wirklich die Lampe hin und wieder ausmachen. Hi. Das wäre vielleicht nicht schlecht, gerade als wannabe schleichender Scharfschütze. Aber das kriegen wir irgendwann schon noch hin. Das kriegen wir irgendwann schon mal noch hin. So, was haben wir denn hier Schönes? Wir könnten uns hier was abkochen, aber dafür brauchen wir auch viel, viel Wasser. Wir gucken uns erstmal ganz solide um. Nice and stealthy. Steck mal die Waffe wieder weg. Offensichtlich haben wir alles weitere überlebt. Alle Gefahren überstanden. Hier könnten natürlich noch irgendwo welche sein. Aber ich sehe gerade keine. Ich sehe gerade keine bösen Jungs. Ist hier vielleicht in der Nähe ein Flüsschen? Ja, nee, nicht wirklich. Nicht wirklich, sonst hätte ich ein bisschen Brombeertee aufgekocht. Also was haben wir denn hier? Jesus oder Jesus Sunday Holoband Teil 4. Okay, los geht's. Es ist Wochen her, seit ich Brianna Hawk weggejagt habe. Es fühlt sich so an, als hätte ich die gesamte Zeit damit vergeudet, JD davon zu überzeugen, dass das eine gute Entscheidung war. Als ich dachte, dass er endlich auf mich hört, fand ich beim Saubermachen in der Hütte ihre verdammten Briefe. Anstatt auf die Jagd zu gehen, hat dieser Hero der Bella mich hintergangen und Brianna einige unserer Vorräte gegeben. Wie konnte er mir das antun? Nach all den Opfern, die ich für unsere Familie gebracht habe. Wenn er heute von seiner Jagd zurückkommt, werden wir eine kleine Unterhaltung über Brianna Hawk führen. Und dieses Mal gebe ich nicht nach. Ist das alles? Ist das alles von dir? Ist manchmal nicht ganz eindeutig, ne? Ob das nur eine Pause ist oder ob das Holoband zu Ende ist, weil die Pausen ja doch recht lange sind. Wollte ich nur mal erwähnen. Okay, jetzt zerlegen wir noch das Stück Rüstung, was wir gerade aufgehoben haben. Nur für die Modifikation natürlich. Gegenstand verwerten. Kleidung. Was war das? Roboter rechter Arm. Ist zwar so nah zu unser Level, aber naja, Roboterarm. Wir sehen die Rüstung sowieso nicht. Wir tragen ja immer ein Outfit drüber. Deswegen ist das eigentlich auch Pillepalle. Und wie ich gehört habe, soll Patch 11 das Spiel bedeutend einfacher gemacht haben. Mensch. Naja. Wobei, ich glaube, es gibt immer noch Stellen, die für uns herausfordernd sein werden. Aber es war ja bisher alles noch machbar. Okay, hin und wieder musste man sich zwar ein bisschen durchbeißen. Und meine erste Brandbestie habe ich auch noch nicht alleine erledigt. Aber mal gucken, das wird wahrscheinlich noch kommen. So, was haben wir denn hier Schönes?
Irgendwas Feines, irgendwas... Oh ja, Kleber. Wir brauchen verdammt viel Kleber, damit ich endlich mal ein richtig schönes Jagdgewehr bauen könnte. Noch besser wäre es natürlich, wenn wir eine legendäre Variante finden, die unseren Spielstil unterstützt. Doppelschuss wäre ganz gut. Habe ich ja auch schon mal von gehört. Habt ihr mir auch schon in die Kommentare geschrieben. Was haben wir denn hier Schönes? So, durchsuche die Hütte nach Überlebenden. Okay. Jesus Sundays Holoband 5. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Aber JD ist tot. Ich habe meinen eigenen Bruder umgebracht, nachdem ich herausgefunden hatte, dass er Brianna Hawk mit unseren Vorlieben zurückgeführt. Konnte ich es nicht abwarten. Also bin ich raus und habe ihn hier am Kamm Ausschau hielt. An den Rest kann ich mich nicht erinnern. Vielleicht ist er abgerutscht. Oder ich habe ihn zu fest geschubst, aber mein Bruder ist gestürzt. Er ist tot. Und es ist alles meine Schuld. Als Brianna davon erfuhr, versammelte sie ihre Gruppe und attackierte die Hütte mit allem, was sie hatten. Sie wollten mich tot sehen. Ich habe sie alle erledigt. Aber eine Kugel hat mich erwischt. Ich glaube, ich halte nicht mehr lange durch. Vielleicht ist das besser so, dass alles, was ich getan habe, es erinnert mich an diese Stelle, die ich einmal in der Bibel gelesen habe. Wer seinen Bruder hasst, der ist ein Totschläger. Wie bitte? Und ihr wisst, dass kein Totschläger das ewige Leben bleiben sichert. Ich schätze, das stimmt. Na, war's das? Ich glaube ja. Ich glaube ja. Wer seinen Bruder hasst, ist ein Totschläger. Ich würde eher sagen, wer seinen Bruder hasst, hasst auch so ein bisschen sich selber. Aber naja, das ist nur meine Meinung. Weiter geht's. Da oben noch den Zettel gleich lesen. Erinnerung. Aber ich brauche Kleber. Jede Menge Kleber. Lose Schrauben nehme ich natürlich auch gerne mit. Und die Kombi-Schraubenschlüssel sowieso. Okay. Wasteman Wecker. Ach Mensch. Ja, da haben wir wieder ein sehr, sehr trauriges Einzelschicksal hier. Wahrscheinlich nicht nur wegen der Postapokalypse oder wegen der, naja, damals noch Apokalypse traurig, sondern einfach auch so. Einfach auch so. Weil die Menschen sind nicht nur fies zueinander, wenn's schlecht um die Welt steht. Nein, nein, das machen sie. Das bekommen sie auch so ganz gut hin. In der Regel. Mann, Mann, Mann. So, Gummibonze. Ach komm. Aber solange es Gummibonbons gibt, kann es ja nicht allzu schlimm sein. Hau rein, hau rein. Wir brauchen Essen. Ich habe doch gerade noch irgendwie Bratfett aufgehoben, ne? Was war das? Das kann man doch essen. Das kann man doch noch essen. Oder ist das einfach nur Schrott jetzt gewesen? Ich glaube ja. Ich glaube ja. Verdammt, ich würde gerne was abkochen. Kochstelle, wo sind Sie? Bitte zeigen Sie sich jetzt. Wir brauchen eine Kochstelle. Auf jeden Fall. Oh, komm schon, Mensch. Komm schon. Gib alles. Okay, Raketen. Ja, es sind schwer, aber ich nehme die jetzt mal mit. Ich nehme die jetzt mal mit. Ansonsten können wir den Kram liegen lassen. Dann hätten wir hier unten eigentlich alles so Pi mal Daumen. Euch habe ich auch schon abgelootet. Der Zettel. Erinnerung hier unterm Tresen. Nicht vergessen, mit Abby über JD und Brianna sprechen. Vielleicht kann sie meinen Bruder ja zur Vernunft bringen. Brianna ist nicht gut für ihn. Ich weiß, dass sie ihn benutzt, aber er will nicht auf mich hören. Abby ist klug und JD respektiert sie. Auf sie hört er bestimmt. Mann, Mann, Mann. Ja, diese Menschen. Immer diese Menschen. Jesus Sundays Holoband Teil 3. Auf. Wir waren gerade draußen beim Bunker, als die Brandbestien über Harper's Ferry herfielen. Weniger als einer Stunde war der gesamte Ort abgefackelt. Ich dachte, Brianna sei bei dem Angriff gestorben,
Und dass JD nun wieder so wird wie früher. Aber als das nicht passierte, wurde ich misstrauisch. Als Brianna dann mit einer kleinen Gruppe Überlebender bei unserer Hütte auftauchte, wurde mir alles klar. Sie hat JD die ganze Zeit getäuscht und ihm schöne Augen gemacht, um sich und ihren Freunden Einlass in unseren Bunker zu verschaffen. Das konnte ich auf gar keinen Fall zulassen. Ich sagte ihr, sie soll sich zurück in ihre Höhle verziehen und zusehen, wie sie überlebt. Ich musste JD eins überziehen, weil er damit nicht einverstanden war. Als Briannas Leute sich dann in den Bunker drängeln wollten, habe ich sie mit ein paar Warnschüssen verscheucht. Jetzt muss ich mich um JD kümmern. Der wird vielleicht angepisst sein. Ich würde ja sagen, die Sache wird sich noch einem wird ein positives Ende nehmen, aber wir wissen ja, dass es genau eben nicht der Fall war. Ja. Hartes Schicksal. Aber er hat was von einem Bunker erwähnt gehabt. Ist der hier? Ist der eventuell hier der Eingang? Ist das etwas vielleicht etwas Verstecktes hier in der Gegend? Was haben wir denn hier Schönes? Den Terminal sollten wir uns natürlich auch angucken. Oh, ein bisschen hacken. Sehr schön. Ein wenig hacken. Keine Klammer. Doch, hier ist eine. Hier ist eine Klammer. Da ist eine Klammer. Hier ist noch eine Klammer. Da ist noch eine. Und das war's erstmal. Barons. Das ist das richtige Passwort, sehr schön. Es lebte der großartige Braumeister Juan Diego. Bitte wählen Sie einen Eintrag, Braumeisteraufzeichnungen. Ich habe Jesus überzeugt, wenn wir diesen Überlebenstrip im tiefsten Nirgendwo wirklich machen wollen, dann bitte mit allem drum und dran. Und wenn ich mit allem drum und dran sage, meine ich schwarzgebrannten. Dummerweise dauert es seine Zeit, ein gutes Tröpfchen herzustellen. Und Geduld ist nicht gerade meine Stärke. Es wird Zeit, mich umzuhören. Es muss doch möglich sein, die Sache irgendwie zu beschleunigen. Braumeisteraufzeichnungen, die Destillateure. Die beste Nachricht des Tages, unser Cousin Carmen hat eine Zimmergenossin an der VTU, die sich gerne unseres kleinen Destillationsproblems annehmen würde. Sie ist eine Maschinenbauerin, die erstaunlich viel Alkohol verträgt. Ich bewundere sie jetzt schon und werde sie noch mehr verehren, wenn sie das hinbekommt. Braumeister Weltuntergangsaufzeichnungen, die Mission. Sie hatten recht. Raleigh und Sam hatten tatsächlich recht. Die Roten haben die Bomben geworfen. Die Welt ist im Eimer und die Menschen brauchen unser Zeug jetzt mehr denn je. Ich musste die Rezepte leicht anpassen, da Mutter Natur ein wenig verrückt spielt, aber sie funktionieren immer noch. Die Welt dreht einfach völlig am Rad. Jesus macht die Schrotflinten klar. Die Tiere werden durch die Destillen gereizt. Wenn wir das durchziehen wollen, müssen wir sie mit allem beschützen, was wir haben. Braumeister Weltuntergangsaufzeichnungen, das Ergebnis. Die neuen Rezepte sind nicht die schlechtesten. Die Beerenmischung ist immer noch ziemlich lecker, nur der Kartoffelschnaps ist schneller wieder draußen, als man ihn runterkippen kann. Zur Hölle! Er erfüllt seinen Zweck. Das einzige Problem ist, dass uns die Munition ausgeht und das bedeutet Mensch gegen Natur und auf einer ganz neuen Ebene. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie viel von dem Zeug wir noch haben, aber wir können es wohl gegen ein paar Vorräte in Harpers eintauschen. Ich kann Brianna dazu bringen, es ins Forum zu stellen, das der alte Hayes gebastelt hat. Safe-Steuerung. Haben wir schon aufgemacht. Mit einer grandiosen Dietrich-Aktion. Wir können jetzt nicht zufällig noch Munition herstellen. Bräuchten wir überhaupt Munition? Ja, eigentlich schon. Kaliber 50, damit wir auch was für unser Kaliber 50 Maschinengewehr hätten. Das wäre natürlich ganz nice. Wenn wir das jetzt hier irgendwie herstellen könnten. Munition, 50er bitte. Ach, guck mal, wir haben ganz schön viel Blei. Warte mal, das ist ja super. Aber was? Nein, jetzt fehlt uns Stahl. Das hatten wir schon lange nicht mehr. Dass uns Stahl fehlt. Gut, dann muss ich das wohl wieder markieren. Dann kommt das wieder auf die To-Do-Liste. Warte mal, zack, und dann Q. Nee, Quatsch, nicht Q. X. Alles klar. Wir haben Stahl wieder markiert. Wird Zeit, dass wir Stahl farmen für Munition. Aber wir haben noch nicht genug Munition, um Kaliber 50 Munition herzustellen. Oder naja, um unsere Munition zu verballern, meine ich jetzt eigentlich. Mit dem Kaliber 50 Maschinengewehr. So, Kochstation, los geht's.
können wir dann alles herstellen. Aber erstmal haben wir was zu essen. Ganz wichtig, denn wir nagen ja fast schon am Hungertuch. Was nicht so cool ist. So, gegrillte Red-Kakerlake. Hau rein, hau rein. Red-Skorpion-Steak. Verdammt, wir schaffen es. Wir schaffen es. Todeskrallen-Steak. Oh, lecker. Na gut, so viel hatten wir jetzt gar nicht dabei gehabt. So viel hatten wir gar nicht dabei gehabt. Aber wir kommen auf jeden Fall erstmal über die Runden. Auf jeden Fall kommen wir über die Runden. Hier noch irgendwas Spannendes. Klingenkorn. Ah, das brauchen wir eigentlich auch. Aber ganz ehrlich, ich wollte ja mein Camp so herrichten. Erstmal provisorisch, wie immer. dass wir Nukaschein herstellen können. Bloß das Problem ist, Nukaschein ist eigentlich der totale Rotz. Weil jedes Mal hast du am Ende nach der Wirkung hast du das Problem, dass du irgendwo wieder aufwachst. Und das ist alles andere als förderlich. Aber ihr habt mir ja in die Kommentare geschrieben, dass man sich regelmäßig beim guten Trinkroboter da, genau in der Nukaschein-Kneipe, regelmäßig neue Rezepte abholen kann. Unter anderem. Und wahrscheinlich werden wir auch irgendwo anders noch Rezepte und so bekommen. Vielleicht sogar hier, weil naja, das sind ja auch so eine Destillmeister. Wir sollten auf jeden Fall die Augen offen halten nach neuen Rezepten. Und wenn wir dann was gefunden haben, wenn wir dann irgendwas gefunden haben an neuen Rezepten, dann passe ich unser Camp an, damit wir diese Ressourcen da mehr oder weniger regelmäßig nachgewachsen bekommen. Das wäre ganz cool, sofern das möglich ist. Sofern das möglich ist, ich glaube, hier waren wir schon fertig, ne? Ich glaube, hier waren wir schon fertig. Hier oben, ja, ist okay, stimmt. Ich glaube, wir können weiter. Auch wenn wir den erwähnten Bunker nicht gefunden haben, vielleicht ist der hier irgendwo. Vielleicht versteckt er sich hier irgendwo. Können ja nochmal alles ablaufen. Aber die Sonne scheint so ungünstig, verdammt. Verdammt. Vielleicht versteckt er sich ja hier, der Bunker. Ne? Das ist ja hier hin und wieder mal so ein Spiel, wo sich so Kleinigkeiten ganz gerne mal verstecken. So kleine Mini-Easter Eggs. Aber hier ist offensichtlich keins. Verdammt. Wo ist der Bunker? Kann auch sein, dass der gar nicht hier ist. Ist auch gut möglich. Auch gut möglich. Was war mit der Kiste gerade los? Die ist besessen, die Kiste. Die ist verflucht und besessen. Naja, gut. Ist jetzt auch nicht so schlimm, ne? Gibt Schlimmeres hier in dieser Welt. Aber egal, ich glaube, wir sind dann hier soweit fertig. Aber wenn wir schon mal davon geredet haben jetzt, dann können wir ja gleich mal beim Trinkbot vorbeigucken, ob wir da eventuell ein neues Rezept finden. Ein neues Rezept bekommen, etwas, was uns vielleicht ein wenig, naja, ich sag mal, ein wenig aushelfen könnte. So, ich glaube, wir machen den Umweg über Wall 76, damit die Schnellreise schön niedrigpreisig bleibt. Und dann geht's direkt nach weiter. Nach Weitertown! Ich meine natürlich, nach, wie heißt das? Morgentown? War das Morgentown? Oder Morgen? Ja, es ist Morgentown. Okay, gar nicht mal so verkehrt gedacht. Egal, wir wollen aber direkt weiter zu Big Earls Tattoo Studio. Big Earls Tattoo Studio. Ich muss immer an Big Gay Earl denken aus South Park. Der Klischee-Schwule. Auch super lustig, die Serie eigentlich. So krass eigentlich, wie lange die sich schon hält, ne? Gut, sie hat eventuell nachgelassen, würden Kritiker behaupten, aber das gleiche gilt, glaube ich, auch eigentlich bei jeder Serie, die irgendwie super alt geworden ist. Simpsons, Family Guy. Aber apropos gute Zeichentrick. Naja, Zeichentrickserien sind ja eigentlich Zeichentrickserien. Rick and Morty, freue ich mich auf die nächste Staffel. Aber das nur am Rande, das wird super. Wo haben wir ja alles? Nochmal mitnehmen, alles wunderbar. TV-Dinner-Tablett, schmutziges Kissen kannst du behalten. So, mein guter Roboter. Hast du eventuell für uns ein neues Rezept? Das wäre ganz cool. So, wie war das hier nochmal? Wo ist der geheime Eingang? Also gut, den haben wir schon hinter uns, den geheimen Eingang. Aber wo ist der Roboter, meine ich? Wo ist der Roboter? Hey,
hell, Mensch! Das nicht mein bestester Freund ist. Das alles? Du hast nichts für uns? Sie kommen gerade richtig, um mir beim Abschießen zu helfen. Na klar, machen wir doch. Riecht es hier unten nach Alkohol oder bilde ich mir das nur ein? Cool! Wenn jemand dieses neue Rezept zusammenbrauen kann, dann... Holla Lager, das kriegen wir hin, auf jeden Fall. Sie haben mich noch nie im Stich gelassen, alter Knabe. Hollerlager herstellen, dann wissen wir zumindest, was wir jetzt als nächstes tun werden. Auf, auf!